So, aber unser Tonsaal sieht schon mal ganz gut aus. Wir könnten theoretisch hier noch eine große Statue hinstellen zur Begrüßung von neuen Zwergen. Die kommen ja mehr oder weniger durch den Tonsaal durch. Hier. Da wir ja eh immer mehr Steine finden werden und zurzeit auch keine, nicht so viel Steine mehr brauchen. So, zweiter Forschungspunkt. Hat hier keine Erfahrung gegeben. Ist aber auch nicht so wichtig. Weil ich wollte ihn eh nicht im Krieg oder so einsetzen. So, euch drei porte ich mal weg. Und sobald du diese Puppe zerstört hast, jetzt nämlich, porte ich euch in den Kampf. Mal sehen, ob ich es bereue. Bis jetzt nicht. Hol ich euch beide mal raus da. Euch beide auch mal. Okay, für einen von euch sah es ein bisschen knapp aus. Gut, es steht nur noch er hier. Und er ist fast tot, also können wir den auch gleich ganz tot machen. So. Oder war er noch am Leben? Er schien noch am Leben gewesen zu sein. Das ist eine der Tafeln, die wir benötigen. Mal sehen, was darauf steht. Mein Name ist Blau und ich bin nun offiziell der stellvertretende Forschungsleiter dieser neuen Basis. Wir kamen hierher, weil der Forschungsleiter uralte Runenkristalle entdeckt hatte, die seiner Meinung nach den Zwergen gehört hatten. Die Kristalle sind wirklich faszinierend. Sie können natürlich Energien speichern, die dann wiederum für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Ich werde Notizen über unsere Erschließung dieser Zwergentafeln hinterlassen, damit ich den Überblick über unseren Fortschritt nicht verliere. Auf dieser Tafel gab es nicht genügend Informationen. Wir müssen weitere finden. Jo. Jetzt wollen wir aber erstmal die da raus und machen das Loch wieder zu, dass das hier mal isoliert bleibt. Jo. Einmal Loch schließen, bitte. Und dann müssen wir auch hier unten das große Loch schließen. Das hier wird ein Spaß werden. Aber das können wir einfach von unten dicht machen, die neuen Felder. So, das Loch ist dicht. Fast. So, das bedeutet, ich mache hier mal auf die Ecke. Denn jetzt müssen wir nach unten. So wollte ich dich nicht platzieren. So wollte ich dich platzieren. Dich kann ich so verdrehen. Ja, und da sind wir fast ganz unten. Ja, da drüben müsste ich auch noch irgendwie hinkommen. Aber das liegt so direkt unter unserer Basis. Das ist auch nicht gerade gut.
Das da liegt weiter drüben und hier drüben ist fast nichts mehr, außer das da. Hm. Ich brauche auch zum Beispiel die Leiter hier gar nicht mehr. Fällt mir gerade so auf. Die nicht und die nicht. Ich könnte mich aber theoretisch mit meinen Bergarbeiter darüber graben. Einfach weil ich es kann. Dass du mal was zu tun hast. So. Ich habe jetzt die Forschungsverbesserung und ich müsste erst warten, bis die beiden Level 10 erreicht haben, bevor ich sie befördern könnte. Und die will ich noch nicht befördern. So, jetzt müssten wir allerdings bessere Pflanzen haben. Ja. Das auf jeden Fall. Nahrungspflanzen brauchen wir jetzt nicht unbedingt bessere. Wie zum Beispiel den Nussbaum. Oder das Maisfeld, aber Holzpflanzen. Holzpflanzen wären echt schick, die guten zu haben. So, und um das Ganze zu kompensieren, verkaufen wir Steine. Nein, ich wollte Holz verkaufen. So. Weil wir kriegen ja jetzt genügend Holz aus diesen Holzbäumen raus. Und neue Gnomensiedlung, die uns nicht interessiert. Weil hier absolut nichts ist. Gut. So, das heißt, da drüben hin. Ja, ich könnte hier einen Durchbruch machen und mich da drüben hingraben. Ach, machen wir das einfach mal. So ein Durchbruch. Und von da unten aus nach da oben. Jo. Da können wir nämlich, kommen wir nämlich an die Sachen hier hinten ran. Wieder eine Gnomensiedlung. Mit ein paar Steinvorräten drin. Was habt ihr als Nachbarn? Oh, das ist ein großer Raum. Na, hoffentlich tun wir jetzt nicht die Gnome. Und tote Goblins. Nein. Die Goblins haben keinen wirklichen Bock. Sich mit den Gnomen zu messen. Ich kann ja aber mal kurz gucken, ob hier noch Schätze im Boden verborgen sind, wie da drüben. Hier wäre eine kleine Silberader. So, grab die mal aus. So, noch ein Punkt, ist gut. Du erreichst bald Stufe 10, da wirst du als erstes befördert. Ah, das ist wieder eine Dreier-Silberader. Sehr schön.
Den kann der alleine ausgraben. Das ist auch kein Problem. Ja, hier an die Tafel müsste ich ran. Dazu müsste ich die untoten Goblins und Orks loswerden und dann auch leider die Gnome. Außer ich benutze einen kleinen Trick. Oh ja, den brauche ich später. Erstmal das hier aus dem Weg schaffen und eine Leiter bauen, um die Gegner mal anzulocken. Wenigstens einen von ihnen. Jo, da kommt er auch schon. Den zweiten kann ich auch noch anlocken, aber den dritten habe ich auch angelockt. Das ist nicht so gut. Nicht hier oben randalieren, du. So, der ist weg. Und der ist auch weg. Gut. Ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es geplant hatte. So, jetzt brauche ich eine Barrikade. Eine ganz billige Holzbarrikade dürfte da reichen. So, jetzt muss auch die Gnomen hier raus. Ja, da ist der Ausgang. Nein, falsche Richtung. Na gut, dann lassen wir das Bergarbeiter machen. Dich und wo ist dein Kumpel? Dich. Nach hier. Hier ist noch eine Tafel. Mal sehen, was dieser Forscher zu sagen hatte. Wir haben mit den Runenkristallen große Fortschritte erzielt. Wenn man Feldfrüchte in die Nähe der Runenkristalle pflanzt, werden sie von ihnen mit natürlichen Energien versorgt. Diese Energien wiederum können Feldfrüchten oder allem anderen die benötigten Nährstoffe bieten. Und schnell wachsen sie noch dazu. Tatsächlich könnten diese Kristalle eine unerschöpfliche Energiequelle darstellen. Unser Forschungsleiter scheint das aber nicht zu interessieren. Er drängt mich weiter dazu, immer neue Experimente durchzuführen. Diese Tafel hat auch keine vollständigen Antworten für uns parat. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir uns der Wahrheit nähern. Ja, sehr schön. Oh, da gibt es ja auch noch was. Und da oben ist auch noch was, wo wir hinbuddeln können. Oh, und ich habe die Gnomen jetzt wieder da unten eingesperrt. So. Das heißt, als nächstes bottlen wir uns hier rüber. Gucken mal, was da drin ist. Ja, das ist immer Arbeitsteilung. Oh, hi.
Das ist dann wohl die nächste Tafel.